Es gibt zahlreiche Krankheiten auf der Welt, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Trotzdem sind sie für viele Menschen eine schwere Beeinträchtigung im Alltag. Petra Lübbe wurde 2005 mit einem Lymphödem diagnostiziert. Bereits in den Jahren zuvor hatte sie mit geschwollenen Beinen zu kämpfen. Dann habe ich eben auch einen Termin bei einer Fachärztin bekommen, auf den ich aber auch noch eine ganze Zeit warten musste. Das war alles sehr an den Anfängen. Und die Akzeptanz, wie mit vielen anderen Krankheiten heute auch, war eben nicht zu vergleichen auch mit heute. Das war eigentlich das, was die Sache etwas wesentlich schwieriger gemacht hat. Schmerzen, Schwellungen, Bewegungseinschränkungen. Mit solchen Symptomen kämpfen zahlreiche Patienten mit Lip- und Lymphödemen. Für eine erfolgreiche Therapie gibt es mehrere Komponenten, die zu einer Besserung beitragen. Dazu gehört die Versorgung mit medizinischen Kompressionsstrümpfen aus einem Sanitätshaus. Seit 2010 wurde die Schwerinerin von einer Spezialklinik in Neubrandenburg versorgt, verbunden mit viel zeitlichem Aufwand. Ein Wechsel zum Stolle Sanitätshaus lag da nahe. Und ich hatte eine Versorgung ja schon mitgebracht und das alles geschildert, was nicht funktionierte und wo ich eben große Schwierigkeiten hatte. Und dann ist eben eine Vermessung vorgenommen worden und eine andere Kompressionsbestrumpfung angefertigt worden. Und das war für mich wie wirklich eine Art Quantensprung. Also das war eine Verbesserung für mich, die ich vorher, als ich das begonnen habe, nicht für möglich gehalten habe. Im Stolle Sanitätshaus gibt es zertifizierte Lymphfachberater wie beispielsweise Elaine Ost. Sie hat über 10 Jahre Erfahrung in der lymphologischen Versorgung. Elaine Ost legt Wert darauf, die Geschichten der Patienten zu kennen. Nur so kann die Beratung und Aufklärung optimal durchgeführt werden. Es sind viele Gesichtspunkte. Was arbeitet der Mensch? Sitzt er viel? Steht er viel? Ist er viel draußen? Ist er viel drin? Dass das individuell mit ihm besprochen wird und dass man daraufhin die beste Versorgung dann für ihn ermittelt. Und das kann eine Strumpfhose sein, damit endlich wieder ein Rock getragen werden kann oder ein Kleid. Das können aber auch Strümpfe sein oder eben ein Zweiteiler, dass der Toilettengang berücksichtigt wird etc. pp. Also die Zufriedenheit des Kunden steht da tatsächlich an erster Stelle. Petra Lübbe hatte bereits eine Versorgung mit Kompressionsstrümpfen bekommen. Richtig zufrieden war die 55-Jährige jedoch jahrelang nicht. Dr. Kerstin Schönrock ist Allgemeinmedizinerin und Fachärztin für Lymphologie in Zabel bei Crivitz. Sie kennt das Problem von Petra Lübbe. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zu wenig Fachärzte. Also die Aufstellung hier an Lymphologen in Mecklenburg-Vorpommern ist, muss ich sagen, sehr rar. Meines Wissens nach bin ich hier so in der ganzen Umgegend so ziemlich die Einzige, die sich mit diesen Patienten auch befasst. Ich habe wirklich auch Patienten, die von Rügen kommen, aus Schwerin, also eigentlich aus dem großen Teil unseres Landes kommen die Patienten zu mir. Für die Behandlung von Lip- und Lymphödemen ist insbesondere das Zusammenspiel der verschiedenen Experten wichtig, von der Diagnose bis zum Sanitätshaus und der Physiotherapie. Neben Kompressionsstrümpfen sind Lymphdrainagen essentiell für die Therapie, auch bei Petra Lübbe. Das ist das A und O. Nebst der Kompressionsbehandlung, es ist immer ein Zusammenspiel aus beiden. Ohne das eine funktioniert das andere nicht. Es ist eindeutig, ja, das Notwendige, damit eben Ödeme reduziert werden können und den Patienten es einfach besser geht, dass sie Erleichterung erfahren. Nach jahrelangem Kampf mit der Krankheit hat Petra Lübbe letztendlich einen Zustand erreicht, mit dem sie zufrieden ist. Einen wichtigen Teil dazu haben die Kompressionsstrümpfe des Stolle Sanitätshauses beigetragen. Jede Bewegung, die ich gemacht habe, brauchte ich nicht korrigieren. Ich konnte jegliche Bewegung durchführen, die ich vor einem Spiegel in einem Sanitätshaus vorführen wollte. Und das saß wie eine Haut. Es bewegte sich nicht. Es saß an der Stelle und blieb an der Stelle, trotz auch was ich vorführen wollte, so ungefähr jetzt hier oder da, könnte es doch dazu führen, dass es nicht gut sitzt. Nein, es saß auf Anhieb. Die Schwerinerin weiß, dass sie nicht alleine ist mit ihrem Problem. Viele Patienten haben ähnliche Sorgen und Beschwerden.
Diesen Menschen möchte die 55-Jährige Mut machen, durchzuhalten. Lip- und Lymphödem sind Krankheiten, die Menschen ein Leben lang begleiten. Beruhigend ist dann nur die Tatsache, dass Patienten nicht alleine gelassen werden mit ihren ganz individuellen Problemen.